Kleinigkeiten eingekauft und dachte, ich zeige euch, was ich quasi ergattert habe. Ich war bei Muji gewesen und habe mir dort zwei Stifte gekauft. Einmal in Blau und einmal in Schwarz. Beides mal dieser Gel-Liner in der, mit der dünnen Spitze, die es gibt. Und dazu habe ich mir den 5er-Pack dieser Spiralen-Notbücher gekauft. Ich glaube, da waren jetzt die 5 Stück für 6 Euro. Fand ich ganz praktisch. Sowohl im Alltag als auch für die unterschiedlichsten Sachen mag ich das ganz gerne für Notizen etc. Und da ich demnächst einen neuen Job anfange und da garantiert ganz viele Notizen machen muss und mir viel merken muss, habe ich mir die jetzt zugelegt. Das wird dann quasi mein ständiger Begleiter sein. Und dann war ich bei Kiehl's und habe mir dort neue Produkte mitgeholt, beziehungsweise Sachen, die mir leer gegangen sind. Bin dort schon seit relativ langer Zeit Kundin. Habe bei meinem letzten Einkauf im März in Berlin allerdings eine negative Erfahrung gemacht und habe gemerkt, dass meine Haut sich verändert hat. Nicht gerade zum Positiven, beziehungsweise viel mehr stagniert ist. Und sonst hat man eigentlich immer eine Weiterentwicklung gesehen. Man hat gesehen, dass sich die Haut verbessert hat. Unreinheiten sind weniger geworden und das hat einfach irgendwo ist stehen geblieben. Und daraufhin bin ich zu meinem Lieblings-Kiehl's hier in Frankfurt in der Goethestraße und habe mich beraten lassen und hatte dort die Möglichkeit, einen sehr, sehr tollen Mitarbeiter kennenzulernen, der einfach unglaublich kompetent war. Und mit dem sind wir meine Pflegeprodukte durchgegangen. Und dann hat sich herausgestellt, dass ich in Berlin in dem Counter im KDW leider ein bisschen fehlberaten wurde. Und ich jetzt quasi wieder zurückgehe zu den Produkten, die ich kannte, beziehungsweise weiter darauf aufbauen werde. Was ein absoluter Favorite ist und was ich, glaube ich, inzwischen das 4. Mal nachgekauft habe, ist das Midnight Recovery Concentrate. Und zwar ist das ein Serum, das man nachts eben aufträgt, was eine leichte Lavendelnote hat. Und das benutze ich auch als Augencreme soweit und bin davon eigentlich sehr, sehr begeistert. Mag das total gerne. Es zieht auch super schnell in die Haut ein. Von daher ist das etwas, was ich auf jeden Fall sehr gut empfehlen kann. Und habe damals angefangen bei Kiehl's mit der Bare Earth Serie, was eine Serie ist, speziell für unreine Haut bei Kiehl's, mit Amazonas-Erde und war davon begeistert, habe da auch ganz tolle Resultate gesehen, aber wie gesagt, mir wurde dann damals empfohlen, dass aufgrund meiner Flecken und meiner dunklen Narben im Gesicht ich auf die Dermatologist Solution Serie umsteigen sollte mit Whitening Effekt und es hat sich jetzt eben herausgestellt, dass die Pflege eigentlich absolut falsch für meinen Hauttyp ist und dass wir eigentlich wieder in diese Rare Earth Serie zurückgehen. Weshalb ich jetzt die Rare Earth Pore Minimizing Lotion gekauft habe. Das sind 30 ml, glaube ich, zu 29 Euro. Das Midnight Recovery kommt bei 30 ml derzeit auf 39 Euro. Und Entschuldigung, ich sehe gerade, das sind 75 die Creme. Und ja, die werde ich jetzt wieder probieren. Und ganz toll, worauf ich mich sehr freue, ist, dass ich das jetzt ein bisschen durchprobieren kann. Ich habe nächste Woche auch einen Termin bei der Kosmetikerin, wo ich mir die Milien entfernen lasse. Und habe dann Ende des Monats mit dem besagten Kiehl's-Mitarbeiter hier in Frankfurt einen Termin vereinbart zur Hautanalyse. Und da freue ich mich sehr drauf, denn sowas habe ich bisher noch nicht machen lassen, so explizit. Und freue mich da sehr darauf. Von daher ganz liebe Grüße an das Kiehl's-Team in Frankfurt und ganz speziell an Markus, der mich so toll beraten hat. Und dann habe ich noch 3 Proben mitbekommen. Das gibt es bei Kiehl's sowohl in den Stores als auch in den Online-Bestellungen, dass man sich Proben aussuchen kann von Produkten, die man gerne testen möchte, was ich eine sehr tolle Idee finde. Und die sind auch immer sehr, sehr großzügig. Also
ich habe jetzt hier beispielsweise eine Creme de Corps bekommen, also eine Körpercreme, die ich ausprobieren kann. Und dann aus der Amino Acid Serie einmal das Shampoo und einmal die Spülung mit dazu. Mit Pure Coconut and Jojoba Oils, Silikon- und Parabenfrei. Da bin ich sehr gespannt drauf. Gehe davon eigentlich aus, dass die Produkte sehr gut sind, denn war von denen eigentlich noch nie großartig enttäuscht. Und ja, jetzt bin ich in der Innenstadt fertig soweit. Ich fahre jetzt noch kurz in die Sky Plaza raus. Mal gucken, ob ich bei Chipotle glücklich werde und ob ich vielleicht noch einen schönen Schal finde. Ich habe bei Zara einen schönen schwarzen Schal gesehen, der mir gut gefallen hat, aber der leider mit kleinen Fransen besetzt war. Und ich suche einen schönen skandinavischen Schal, also einen schönen dicken Schal, aber nicht zwingend mit diesem Fransen-orientalischen Look.